Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie herzlich willkommen, um mit mir heute gemeinsam auf eine kleine Reise zu gehen. Eine kleine Reise, die es Ihnen ermöglichen soll, Ihre Selbstwahrnehmung zu schärfen für all das, was in Ihnen passiert, um Ihnen zu helfen, Möglichkeiten zu entwickeln, tiefer in die Ruhe einzutreten. Das Wissen um die Notwendigkeit, etwas für sich zu tun und sich sowohl körperlich als auch spirituell zu entwickeln, ist nicht neu. Und gerade in der heutigen Zeit, in der alles immer schnelllebiger und stressiger wird, ist es besonders wichtig, zu lernen, innerlich in die Ruhe einzutreten. Bereits seit Jahrtausenden praktizieren viele Kulturen im Osten, aber auch in vergangenen Kulturen, Übungen und Praktiken, um die innere Ruhe zu stärken. So hat man im alten China bereits vor Jahrtausenden damit begonnen, Übungssysteme zu entwickeln, die Mensch, Himmel und Erde miteinander verbinden. Und das, was die Chinesen als Yin und Yang bezeichnen, in Einklang zu bringen. Diese Übungen nannte man in alten Zeiten Yangshong, das heißt Übungen zur Aufrechterhaltung der Gesundheit.